So, da bin ich jetzt wieder. Und jetzt bekommt ihr auch die Geschichte zu hören. Entschuldigt, ich war gerade total nostalgisch mit den Büchern, weil, ja, die war jetzt. Nee, die hat man nicht immer. Und ja. Also, auf jeden Fall war es dann so, dass dann, nachdem meine Mutter und mein Vater ja, wie gesagt, im Dezember da waren, und sie waren, glaube ich, 2,5 Monate, wenn nicht sogar 3 in Brasilien, war es dann eben Weihnachten. Es war Weihnachten im Jahre 1995. Wir hatten kein Schnee, es war heiß und, um ehrlich zu sein, hat man getrieft wie ein Spanferkel. Ja, und so kam es dann, dass meine Mom, mein Dad, weil wir eben katholisch sind, zur Kirche wollten und weil wir bei Nonnen waren. Das ist natürlich bestimmt auch noch so ein Aspekt gewesen, den man da nicht vergessen darf. Und das war dann so, dass dann bei diesem, ja, in Brasilien gibt es diese kleinen Kirchen und da gibt es dann auch so richtige Gospelchore und da ist richtig was los bei so Events und ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass aber ich wohl bei meiner Mutter auf dem Arm war, bei meinem Vater abwechselnd, aber ich habe wohl geschrien und geschrien und geschrien. Also es war wirklich nicht mehr zu ertragen. Und irgendwann bei diesem Geschrei hat sich dann meine Mutter entschieden zu sagen, okay, ich bringe mein Kind, das geht nicht, wir bringen unser Kind, können da unser Kind nicht weiter schreien lassen, ich gehe mit meinem Kind heim. Ja, glaub mir, das ist, ja, meine Mutter ist gegangen mit dem Gedanken, ich habe einen Schlüssel in der Hose und kann rein. Weil das Haus ist immer abgeschlossen worden ab einer gewissen Uhrzeit zur Sicherheit von den Bewohnern, weil Brasilien keine sichere Stadt war oder kein sicheres Land zu jener Zeit. Und so begab es sich, entschuldigt, aber ich kann es echt nicht anders formulieren, aber es begab sich dann wirklich so, dass meine Mutter mit mir losgegangen ist und in der Nähe von diesem Haus war eben auch eine Tankstelle. Und an der Tankstelle waren wohl Betrunkene, die mit Steinen geworfen haben und mit Flaschen, die gepöbelt haben und alles. Und, oh, entschuldigt, jetzt, es ist echt so, da werde ich rührselig jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, aber ist eben so. Und dann war es eben so, dass sie dann mit mir heim wollte, aber leider Gottes ging es nicht und die Tür war zu. Und ja, die Tür war zu. Und die Kirche ging noch eine Weile. Und so war es so, dass vor der Tür war aber eine Treppe. Und so ist meine Mutter mit mir auf dem Arm, mit dem schreienden Kind auf dem Arm, da auf dieser Treppe gewesen. Und ja, ich weiß nicht, aber ich erinnere mich noch an ihr beruhigendes Gesicht und ihre Art und wie an den Sternenhimmel, an dieses ganze Chaos um uns herum und sie, die einfach so ein Ruhepol für mich war. Und ja, in diesem Moment und in diesem Augenblick und zu diesem Zeitpunkt war mir bewusst, diese Frau ist meine Mom und egal was ist, sie wird mich immer beschützen und immer für mich da sein. Mein Gott. Entschuldigt. Alte Geschichten, wenn man so mal sich überlegt, können echt manchmal so bewegend sein. Ja. Auf jeden Fall war es dann eben so, dass irgendwann dann auch mein Vater dann endlich heimgekommen ist und dann sind wir auch reingegangen. Aber meine Mutter sagt, ab dem Moment hätte ich dann bei ihr etwas weniger geschrien und wir sind uns dann einfach näher gewesen. Und ich muss sagen, heutzutage ist es ja immer noch so, dass ich mit meinen Eltern ein unglaublich enges und sehr, sehr inniges Verhältnis pflege. Und ja, mein Vater hat mir erzählt, sein Moment, wo er das erste Mal es richtig verstanden hat, ich bin jetzt Vater, war, als er mir das Sprechen beigebracht hat. Und wir haben dann immer trainiert und haben geübt und gemacht und ich war dabei wohl auf seinem Schoß und ja, irgendwann dann eines Nachts, weil da war so eine Lampe, so eine die Straßenlaterne, habe ich dann wohl angefangen zu sprechen und zwar noch bevor ich Mamai, Papai und so weiter gesagt habe. Das war mein allererstes, was ich überhaupt zu ihm gesagt habe und das war auf Deutsch. Ja. Nee, das war gar nicht. Ich habe es erst danach. Ja, entschuldigt, macht keinen Sinn. Ich habe erst mal Mai, Papai und das Erste, was ich auf Deutsch gesagt habe, war
gleich ein ganzer Satz, nämlich ein Licht. Und habe auf diese Straßenlaterne gezeigt. Und ja, das war so mein Vater, so mein Moment. Gut, das war's jetzt an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Video.